Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Und zwar haben wir heute die King's Loot, und zwar die Gamebox. Wobei ich sagen muss, was so immer so bei unseren Paket, nicht den Zustellern, sondern in den Paketstationen zum Teil mit den Päckchen passiert, das ist ja schon zum Teil wirklich nicht mehr feierlich hier. Also wenn man sich das mal anguckt hier, ne? Eigentlich hätte ich das reklamieren müssen und zurückgeben. Hier fehlt nämlich fast die komplette Ecke hier oben. Kann man hier alles abreißen schon mittlerweile. Und an sich sieht das Paket auch nicht sonderlich gut aus. Also muss ich sagen, was zum Teil wirklich bei den, nicht bei den Lieferanten, also bei den Auslieferern, die können ja zum Teil wirklich nichts dafür. Die haben ja zum Teil wirklich Panik. Die Päckchen überhaupt zuzustellen, so wie die manchmal aussehen. Da muss ich dann auch wirklich manchmal sagen, nee, das geht so nicht. Also die komischen, was weiß ich mehr, ne? Paketverwaltung und so. Das ist furchtbar. Aber nichtsdestotrotz, da haben wir jetzt erstmal genug drüber geredet. Kommen wir jetzt zur Gamebox. So, ist die Gamebox, oder? Ja, habe ich richtig aufgemacht. Sehr schön. So, die Gamebox. Teile dein Unboxing. Mache ich. So, was haben wir denn da Schönes drinnen in der Gamebox? Eine Watch. Eine Gameboy Watch. So sieht die ganze aus. Tatsächlich wie ein Gameboy. Wie ihr seht, ich bin ein notorischer Uhrenträger. Ist aber ein ziemlich geiles Ding. Was? 7:31 Uhr ist es auf der Uhr. Nein. Aber ich kann sie ja mal auspacken. Schaust du jetzt, kriegst du raus. Von wem ist das Ding überhaupt? Aladdin, keine Ahnung. So, wir haben auf jeden Fall eine Uhr. Ein Gummiarmband, was ja jetzt nicht allzu verkehrt ist, und es ist noch mit einem Kabelbinder befestigt. Gucken wir mal, ob ich das den abkriege, ohne die Uhr kaputt zu machen. Ja. So, weg damit. Und kriege ich jetzt die Uhr ab? In der richtigen Richtung. Ja. Also, so sieht das ganze Ding aus. Ne? Wie ein klassischer Gameboy. Und die Tasten sind sogar echt. Das heißt, man kann sogar die Tasten, die hier drauf sind, drücken, um halt die Uhr einzustellen, zu verstellen. Ich denke, das ist eigentlich ein richtig geiles Gimmick, für so ziemlich jeden, Classic Gamer. Weil das ist wirklich noch, so ein Gameboy habe ich auch noch irgendwo rumflattern. In Gelb. Coole Sache, muss ich sagen, wirklich cool. So, was haben wir denn als nächstes? Als nächstes habe ich hier eine beschädigte. Ich kann es jetzt mal tatsächlich zeigen, was jetzt unsere liebe Paketverwaltung so macht. Ne? Der Funko Pop ist offen. Und relativ kaputt gemacht. Hier zumindest die Verpackung sind ein wenig. Hoffentlich kriege ich das hier wieder halbwegs gerade rein alles. Ja, das ist alles ein bisschen mit Leidenschaft gezogen worden. Auf jeden Fall ist es ein Cuphead. Ein Funko Pop aus dem Spiel Cuphead. Es ist Cuphead. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber so sieht er auf jeden Fall aus. So, wen haben wir denn da noch? Carla Maria, dann haben wir halt den Cuphead, Sally Steak Play, Aeroplane Cuphead und Miss Chalice. So sehen die anderen Figuren aus. Genau, so. Ansonsten muss ich sagen, wirklich, Gott sei Dank ist nur die Verpackung ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden, aber naja. Es ist etwas, was nicht sein müsste, weil jetzt sieht das nämlich hier hinten ziemlich hart, ekelhaft verbeult aus. Das muss nun wirklich nicht sein.
Ich glaube, da hat man genug Zeit und wenn nicht, dann muss man sie halt schaffen. Oh, hier ist was Schönes, was Großes. Hier ist ein Skullglas. Ein Totenschädel in Form eines Trinkglases, würde ich mal jetzt behaupten. Aber von Call of Duty. Ich sammle ja sowieso Gläser und sowas. So. Na komm. So, mehr ist nicht drinne. So sieht das ganze Teil aus. Halt wie ein Totenschädel mit Henkel. Ich glaube, wenn man es befüllt, sieht das richtig geil aus. Ich habe gerade nichts, um es mal zu zeigen. Schade, aber es ist cool. Totenschädel sind sowieso immer cool, davon abgesehen. Allerdings, was ich tatsächlich bemängeln muss und wo auch Werbung ist, der Fuß ist ein bisschen klein. Ja, das ist alles. Ansonsten ist das ein richtig geiles Item. Von Activision. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Da haben wir noch ein bisschen Kunst. Ja, haben wir ein wenig Kunst. Wahrscheinlich wieder von Michael Thomas, würde ich jetzt nach dem Stil gehen. Ein bisschen Glaskunst. So, und dann haben wir selbstverständlich das T-Shirt für diesen Monat. Es ist diesmal wieder in Schwarz. Was für ein Wunder. Als ob es keine anderen Formel gibt. Oh, was für ein Kirby. Super Plumber of the Galaxy. I'm Woods. Könnte auch noch was mit Mario zu tun haben. Also so eine Kombination aus Super Mario und Kirby. So sieht das Ganze aus. Coole Sache, muss ich sagen. So. Tja, das war's eigentlich schon wieder mit der Gamebox für diesen Monat. Mann, das Ding ist schwer. Genau. Nächsten Monat kommt theoretisch wieder die Horrorbox. Genau. King Sugex, was haben wir hier? Premium T-Shirt, Plumber, Super Plumber. Ein neues Team aus furchtlosen Helden hat sich formiert, um das Übel zu bekämpfen. Künstlerin Maike Thomas. Cuphead. Funko Pop Cuphead. Du kannst diese Marionette direkt beim ersten Versuch besiegen. Kannst du diese Marionette beim ersten Versuch besiegen? Game Boy. Armbanduhr. Mit dieser coolen Armbanduhr bist du immer auf der Höhe der Zeit. Welches ist dein Lieblingsspiel auf dem Game Boy? Frage an euch. Was war euer Lieblingsspiel auf dem Game Boy? King's Loot Exclusive. Was haben wir noch? Das Glasprint Fearless Knight. Dieser Ritter kennt keine Angst und kämpft sogar noch in Unterhose weiter, um seine Prinzessin zu retten. Künstlerin Maike Thomas. Dann haben wir das Pro-Teil, das Call of Duty Shaped Skull Glass. Dieser Schädel aus Glas geformt, fast 400 ml deines liebsten Getränkes, auf das du im Kampf nicht austrocknest. Ansonsten ist in der Pure Box momentan, in dieser Limited Edition Box, momentan das Thema Avengers drin. Ne? Zumindest wenn man das hier oben glauben schenken kann. Ansonsten bleibt mir jetzt momentan nur noch zu sagen, dass wir uns im nächsten Unboxing wiedersehen. Und das wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die Kingsbox sein, die hier noch rumsteht. Und von daher muss man selbstverständlich zielen können. Und ja, da wünsche ich euch doch... Ja, was wünsche ich? Eigentlich wie immer alles Gute und dann sehen wir uns wie immer beim nächsten Unboxing wieder. Bis dahin, ciao!